ist wieder Hochbetrieb im Mattersburg-Strafraum. Diesmal nach einem Freistoß. Wirklich Gefahr. Säumel zirkelt den Ball lange zu Peric. Aber der doch nicht mehr richtig an den Ball kommt nach dem Kopfball von Haas. Und nochmal Sturm, aber da steht Naumowski in der Rolle eines Innenverteidigers. 2,5 Minuten noch in Graz zu spielen. 9. Ecke für Sturm. Jürgen Solm. Und jetzt ist der Ball drinnen und der Treffer zählt. Marc Brettenthaler macht das 2:1 in der Minute 90 plus 2 und damit die 3 Punkte in Graz. Erstes Saisontor für den Verteidiger, sein zweites überhaupt im 39. Bundesligaspiel. Und zum ersten Mal, dass die Burgenländer unachtsam sind. Da verlieren sie das Kopfballduell, obwohl sie in Überzahl waren. Und letztlich Brettenthaler auch noch ohne Mühe, weil er übersehen wird. Und damit führt Sturm gegen Mattersburg mit 2:1. Etwas, was kaum mehr für möglich gehalten wurde, ist also jetzt eingetreten. Inzwischen hat es noch eine gelbe gegeben für Sebastian Brödel. Der hat zu viel gejubelt. Es war übrigens seine erste gelbe. Der hat bisher noch keine einzige Verwarnung erhalten. Auch das ist selten bei einem Innenverteidiger. Jetzt hat er sich eine abgeholt, damit er auch in dieser Statistik vorkommt. Wer weiß, wie lange er noch in der T-Mobile-Bundesliga agiert. Das Spiel läuft weiter. Es ist bitter für Mattersburg. Aufopfernd gekämpft, am Ende verloren. Franco Foda wird seinen nächsten Heimsieg feiern, seinen 7. und damit Sturm gemeinsam mit Salzburg an die Austria heranführen. Ich bin schon gespannt, wie Franz Lederer reagieren wird, ob es wieder der Schiedsrichter war mit dem sicherlich diskussionswürdigen Ausschluss von Pauschenwein in einem zwischendurch sehr hart geführten Spiel. War es nicht einfach für Louis Hofmann. Wir halten fest, insgesamt also heute hier 8 gelbe und 1 gelb-rote. In Graz, aber das sind eben die Emotionen, die da bei beiden Teams durchgesickert sind. Und jetzt ein Hexenkessel im positiven Sinne in der UPC Arena. Die 10.000 nicht mehr zu halten. In Kürze werden sie hier einen Sieg feiern, ebenso wie die Salzburger im Hanapi-Stadion. Der erste Auswärtssieg des Meisters ist perfekt und der nächste Heimsieg von Sturm in Kürze. Mansberger an Peric. Und damit bleibt wohl Mattersburg auch im 5. Spiel in Serie ohne Sieg. Die Negativtendenz hält an und Sturm 6 Spiele mittlerweile in Folge ungeschlagen. Der 2. Sieg in Folge. Sturm also sicherlich auch die Mannschaft der Stunde in der T-Mobile-Bundesliga mit diesem 2:1 Erfolg gegen Mattersburg. Ein Arbeitssieg der Mannschaft von Franco Foda durch dieses späte Tor von Marc Brettenthaler. Sturm 2, Mattersburg 1.